So, seid ihr jetzt zufrieden? Wenn ich hier noch alles gut abreiße. So. Überlappung der Straßen. Die wollen... Ach ja. Simblöd ist am Werk. Zack. Das ist doch ein purer Witz, was die hier anbieten. So doof kann kein Städteplaner der Welt im Normalfall sein. Ganz ehrlich. So. Nutzen wir hier noch den letzten Restplatz. Vorausgesetzt, es kommen nicht immer wieder diese gleichen Fehler, die sehr nervig sind, wenn man seine Stadt aufbauen möchte. Okay, kann ich da noch ein Stück weiterziehen? Ja, geht. Ah, dafür gibt es dann Überlappung der Straßen. Zum Teil. Sehr, sehr interessant. Versuchen wir es noch einmal. Nö. Überlappung der Straßen. Ach, wisst ihr was? Mir ist das hier echt zu blöde. Dann halt nicht. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise hier. Zack, zack, zack. Ah, ja, genau, da war ja dieser nette Lücke. Und jetzt kommt nur noch die Frage, wie kriege ich das hier angeschlossen? Ah, ich brauche eine Feuerwehr natürlich. Da brennt es schon riesig und ich habe nicht drauf geachtet. Okay. Dann müsste mal gleich hier die Feuerwehrkonvent rekrutiert hat. Und da geht's schon weiter. Wunderfüße. Löscht gleich mal schnell und dann schön ab. Was haben wir haben schon gelöscht? Sehr interessant, obwohl wir bei dem dabei sind. Ja, oder... sind die Straßen im Vordergrund, der Rauch im Hintergrund? Sieht's fast so aus. Ah, jetzt ist er im Vordergrund. Haben sie noch ein bisschen was zu tun. Ich kümmere mich auch mal hier weiter um meine Straße, die ich mal hier fertig kriegen will. SimCity. Würde einem das einfach nicht gestatten. Jetzt ist es angeblich. Und am Ende, mit genug Geduld, hat man es dann auch mal geschafft. Auch wenn ich mich wiederhole, das müssen sie einfach fixen. Wenn nicht mal das automatische, wie nannte sich das hier? Kreuztool? Ecktool? Rechtecktool? Schiff, perfekte Quadrate. Vielleicht muss man immer Schiff festhalten. Naja. Versuchen wir es einfach mal. Dass wir das hier halbwegs schadlos rumbekommen. Und na. Ach ja, das mit dem Schiff, das funktioniert auch kein Stück besser. Es nervt einen einfach nur. Oh, zu wenig Geld.
Fuck. Zu wenig Geld. Soll uns erstmal nicht stören. Wir brauchen ja sowieso erstmal Wohnfläche und Gewerbefläche. Zack. Das war soweit in Ordnung. Die Feuerwehr kommt mit dem Großbrand noch nicht so ganz hinterher. Müssen wir die Feuerwehr, warum sie platziert, darf ich jetzt schon ausbauen? Machen wir einfach mal. Haha, ja, zu wenig Geld. 15.000. Setzen wir in der Zeit mal ein paar sonstige Gebäude. Ja, der Großbrand. Der fackelt wirklich so langsam einiges hier ab. Etwas spät gebaut, dass der Großbrand schon ordentlich am Brennen war. Wie schaut eigentlich unser Gewinn hier aus? 1000 am Tag. Dann bauen wir schon mal gleich einen zweiten daneben, wenn wir gleich das Geld haben. Das kostet 15.000. Haben wir ja gleich. Tja, ob die Feuerwehr unseren Großbrand noch in den Griff kriegt? Sie hat auf jeden Fall fleißig zu tun. Ja, irgendwie kommen sie nicht so ganz hinterher. Ja, wir brauchen mehr Löschfahrzeuge. Hey, danke für den Hinweis. Wäre ich nicht von alleine drauf gekommen. Nehmen wir uns einfach mal direkt einen Kredit auf. So, passt. Perfekt. Dann hätten wir das auch abgedeckt. Na, ich will da. Verdammt, da passt da nicht ganz. Ah, zu wenig Geld. Wer hätte das gedacht? 7 Verbrechen am Tag. Brandschutz der Stadt. Das müssen dann einfach mehr Zeit brennen. Wird gleich kommen als nächstes, keine Angst. Na, 30.000, oder? Jo. Aber wir hätten gleich unsere Brände im Griff. So. Weg diese Truppe. Aber jetzt hätten wir das im Griff. Dann die Polizei. Wunderbar. Schule ist noch nicht ausgenutzt. Komplett Klinik. Ja, da müssten wir auch mal erweitern. Wenn wir denn die 12.000 hätten. Müllabfuhr. Die kriegen wir ja von da drüben. Laden wir einfach mal. Und schauen wir mal, dass wir da die Müllabfuhr erweitern, dass wir mehr Müllwägen rüberschicken können zur zweiten Stadt.
So. Helge, zwei Müllwagen. Zack. Und zack, hätten wir schon mal erweitert. Er schafft schon nicht mehr. Doch, er schafft's. Aber Wasser. Können wir es aus der Nachbarstadt kaufen oder wir machen es selber? Wir machen es selber. So. Hier sieht's gut aus. Da gibt's genug Wasser. Zack. Sind die dann auch zufriedengestellt? Industrie ist fleißig am Bauen, so muss das sein. Jetzt kann ich auch endlich hier mal meinen Bürgerhaus platzieren. Zack. Dann sind die auch alle gleich viel fröhlicher. Yeah, auch hier können wir nennen. Ah, diesmal macht das automatisch. Direkt beim ersten Mal so. Weil ich hatte auch schon beim ersten Mal spielen gehabt, dass es einfach nicht macht. Da muss man dann zweimal angeben, dreimal angeben. Ja, das wäre eine perfekte Größe. Okay. Gut fürs nächste Mal zu wissen. Bis da bitte. Wenn schon, dann auch wirklich gleichmäßiger. So. Hat er diesmal alles übernommen oder sind hier wieder ein paar weg? Ja, wieder so Kleinigkeiten. Die warum auch immer dann gestrichen werden. Ja, hier läuft schon ein bisschen Smog. Aber ja. Was könnte man hier erweitern? Herkömmliche Ölegenerator, Turbinengenerator mit Verbrennmotor. Ah, der kostet mehr, weniger Luftverschmutzung und weniger Ölverbrauch. Hier kostet ein schönes Schild. Sauberer Ölgenerator. Ja, so weit sind wir nicht. Oh, hier schon der schöne Rückstau. Kommen denn hier auch welche? Zwei fahren. Also viel ist es nicht. Tja. Dann nochmal kriegen wir. Ja, warten wir gerade noch. Ah, da ist das Geld schon da. Zwei weitere Müllwagen. Wunderbar. Dann können wir das nämlich über unsere Region. Na komm, dreh dich. Können wir da einiges an Fahrzeugen rüberschicken? Kaufen Sie mir nach schnell Abwasserkapazität ab. Geht das danach? Rum. Von hier nach da. Abwasser kommt aus Omega hier rein, ja. So sollte es sein. Laden. Ja, das würde ich ja gern mal testen, wenn ihr es mich denn lassen würdet. So. Ah ja, kommt jetzt lang. Strom
Abwasser können wir ruhig kaufen. Abwasser können wir kaufen. Ja, ist eigentlich jetzt ungünstig. Feuer schicken wir den 4 Stück rüber. Unsere sonstigen Fähigkeiten. Hier kann man dann auch Geld und sonst was rüber schicken. Könnte man jetzt rüber schicken, aber nö. Und halt die ganzen roten.